Hallo und herzlich willkommen bei Aeroplace. Ich halte meine Versprechen und deswegen bin ich wieder hier zusammen mit euch beim Eurotruck Simulator 2. Möchte mit euch gemeinsam die Strecke vom letzten Mal zu Ende fahren. Und ja, in der Folge darauf habe ich vor, mit euch mal wirklich in den Osten auszuwandern. Oder mal in den Norden. Könnt ihr dann gerne in die Kommentare schreiben. Ich würde mich darüber freuen. Und ja, wir fahren dann mal die Strecke weiter. So, der Xbox One Controller ist angeschlossen und dann legen wir mal los. Oh, da sind wir auch schon. Die Fahrt geht weiter. Und ab geht's. Mit dem fetten Bagger hinten drauf. Wohin fahren wir noch mal? Nach Hamburg, ja, geht ja noch. Ja, wohl hinkriegen, ne? Auch ein bisschen mehr eine Außenperspektive habe ich mal mit euch vor. Die Sonnenstrahlen sind da. Fein. Und wenn ihr irgendwelche Ideen für Mods habt oder so, ja, könnt ihr mir gerne mal die Internetseiten bzw. die Namen der Mods mal in die Kommentare schreiben. Das wäre ein sehr feiner Zug von euch. Ja, weil ich hätte gern im AI-Traffic, hätte ich gern echte Marken und so weiter. Da finde ich einfach nicht im Stream-Workshop. Und habe ich auch so bei der Google-Suche nicht gefunden. Wäre geil, wenn ihr mich da unterstützen könntet. Schön in der Innenansicht wieder. Ja, unser Scania. Ja, den müssen wir noch ausbauen, ne? Ich habe ja noch den anderen Spielstand, habe ich da die ganzen Mods drauf und so weiter, aber nur mit diesem Spielstand hier, den ihr jetzt hier seht, kann ich halt auch online spielen. Ne? Das ist da ein bisschen kompliziert gemacht. Würde ich sagen. Wie euch aufgefallen ist, lasse ich heute mal die Musik weg. Ja. Weil muss ja nicht immer sein. Das soll ja was Besonderes sein. Wenn ihr lieber ohne Musik hört, dann lasst es mich gerne wissen. Mich hat das jetzt noch nie sonderlich gestört. Wobei die Musik doch schon ein bisschen ablenkt. Noch 2 Stunden, 59 Minuten. Ja, das kriegen wir wohl hin in der Folge. Die Folge wird ein bisschen länger gehen, weil jetzt auch ein, zwei Tage ja nichts kam von mir, ne? Dann nerv ich euch heute mal ein bisschen länger. Wunderschön. Habt ihr eigentlich mitbekommen, was da alles jetzt dazukommen soll noch? Erneuerung? Die wollen, also die Entwickler haben gestern einen Livestream gemacht und die sind wohl dabei, die Grafik-Engine zu überarbeiten. Sind dabei halt irgendwie, dass man hier noch im Innenraum noch viel mehr ändern kann als jetzt schon. Und so wie es aussieht, wird die Karte um Russland weiterentwickelt. Also man komplett Russland dabei hat und so. Und die Autobahnen werden weiterentwickelt. Also dann habe ich ja schon mal gesagt in der vorherigen Folge, aber das ist jetzt wohl sicher. Genauso wie die Städte weiterentwickelt werden und so. Also da bin ich mal wirklich gehypt drauf. Muss ich sagen. Ich hoffe, dass das wirklich, also dass die Entwickler auch alle ihre Ziele erreichen. Ab 2020 werden diejenigen mit einem schwächeren PC den Eurotruck Simulator nicht mehr spielen können, weil halt die Engine aufgebohrt wird und nur noch ab DirectX 11 unterstützt wird halt. Ich meine, man muss ja auch ein bisschen mit der Zeit gehen. Also alle, die dann den ETS 2 spielen wollen, sollten sich dann eine neue Grafikkarte zulegen, die halt DirectX 11 unterstützt. Boah, das ist ja jetzt, glaube ich, ich meine, wenn man das früh genug weiß, so wie jetzt, kann man ja schon mal sparen, ne? An und für sich. Müsste das ja für fast jeden machbar sein. Ich bin im Herbst, bin ich eine Woche nicht da. Fahre ich entweder nach München oder nach Oldenburg oder so, muss ich mal gucken, wohin.
Ja, ich brauche mal Urlaub. Ja, dann dürft ihr euch nicht wundern, wenn da mal keine Videos kommen dann. Irgendwie, aber sag mal so, dafür gibt es ja auch noch andere, viel bessere Kanäle. Ja, die das Ganze viel besser können und machen. Was auch dazu kommt, sind neue Trucks und halt neue Tuning-Pakete. Und ja, das ist so mein Wissensstand im Moment. Ich habe nämlich gerade noch ein YouTube-Video geguckt, ein Info-Video von einem anderen YouTuber. Den Namen ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm habe. Ja, und der hat das Ganze alles mitgeteilt und so weiter. Und ich freue mich da einfach drauf. Ja, machst du ein Elefantenrennen mit mir oder was? Was ich auch cool finde, cooles Detail auf jeden Fall, dass die Autos, die hinten geladen sind, noch keine Nummernschilder haben. Ey, das finde ich eigentlich total realistisch, ne? Ach so, was auch dazu kommen soll, ist, dass man dann auch die Fenster runter machen kann und so und vielleicht ein paar andere Bedienelemente nutzen kann im LKW selbst. Da lasse ich mich mal überraschen, was der Entwickler jetzt daraus macht und wie das Ganze dann ja, im fertigen Zustand aus, also wie das Ganze dann im fertigen Zustand aussieht. So. Wir befinden uns jetzt in Folge 15. Folge 14 wird unten verlinkt. Ich mache mal kurz Werbung. Ihr könnt auch gerne auf dem anderen Kanal vorbeischauen, Hi Ping Gamers, also Hi. Also wie hoch auf Englisch, Ping und Gamers, könnt ihr gerne vorbeischauen. Da werde ich hin und wieder auch mal Videos hochladen. Aber primär steht halt mein eigener Kanal im Fokus, was ja auch, denke ich, für mich richtig ist. So, ne? Hier habe ich meine Abonnenten, hier habe ich meine Leute, die meine Simulationsvideos gerne gucken, auch wenn es momentan nur 30 an der Zahl sind, aber ich kann mich natürlich auch steigern. Die Möglichkeit bietet YouTube ein Jahr. Und wäre natürlich echt geil, wenn ihr mich dabei unterstützen könntet. Kann mich mal einer aufklären, was FCB ist? Ist das einfach eine Tankstelle wie Shell oder so? Oh, die Polizei, die rast hier aber auch ganz schön. Hier ist 80, hör mal. Aber wahrscheinlich nur für LKWs. Ihr habt da gar nicht in die Kommentare geschrieben, irgendwie, ne? Ob das normal ist bei LKWs, dass die weniger fahren dürfen als die normalen PKWs. Ich meine mal, irgendwas von 100 gehört zu haben. Höchstgeschwindigkeit, die eigentlich haben. So, und ach ja, genau. Jetzt, wo ich den sehe hier, den Kollegen, ne? Was auch dazu kommt, also wahrscheinlich wird der ETS 2 um einen Bussimulator erweitert. Total fett, ey. Da geht mir richtig einer ab. Ich bin ja großer Fan davon, irgendwie solche Spiele zu zocken und auch zu erleben. Vor allem auch mit euch gemeinsam. Das wird wohl dazukommen. Ja, dass wir halt wirklich mit Bussen rumfahren können. Dann die Map vom ETS, die ist ja auch zum Großteil darauf ausgelegt, halt ja, Busstrecken abzufahren, weil überall gibt es Haltestellen in jeder Stadt und da könnte man wirklich einen geilen Bussimulator ausmachen und die Entwickler haben sowas verlauten lassen. Ja, wer weiß, wer wird da besser als, naja, besser als OMSI 2 glaube ich nicht, aber besser als der Bussimulator 2018? Wer weiß. Müssen wir runterbremsen, jetzt können wir nachher wieder ein Strafzettel. Schön die enge Kurve nehmen. In Real Life würde ich hier schon beschleunigen. Ne? Ampelchen. Eine Ampel. Okay, ich habe nicht versprochen, dass die Folge länger geht. Wir sind nämlich gleich da.
Aber ich suche mit euch noch den neuen Auftrag aus. Das werde ich wohl noch machen. Ne? Kann ich auch ein bisschen Zeit mit euch totschlagen. Ehrlich gesagt freue ich mich, habe ich mich auf dieses Video hier gefreut. Einfach weil es schon wieder so lange her ist. Ne? So ein paar Tage sind für mich echt eine Qual. Und ich will euch auch nicht zuspammen, deswegen mache ich dann auch nicht ganz so viel. Und die Musik habe ich heute mal weggelassen, wie gesagt. Das habe ich nur gemacht, damit ihr meine Honigstimme gut verstehen könnt. Und ich nicht durch musikalische Einflüsse auf den Ohren unterbrochen werde. So. Dann tuckern wir schön hier lang und kommen dann auch gleich an. 50 Brauner. So. Das noch vorm Ortseingangsschild. Mann, 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 sind die spießig hier. Ja, ich glaube, wir können auf die Spur bleiben. Zieht der Spar. Schön hier rein. So, weiter geht die Reise. So schön weit ausholen hier, ne? Dran denken. Arbeitsamt, ey. Ja, kriegen wir gut hin. So eine Dashcam wäre noch cool, ne? Finde ich. Weiter geht's. Wenn wir schon nach Russland fahren, dann muss da auch eine Dashcam vorne am Armaturenbrett sein, ne? Selber. Das sieht ein bisschen komplizierter aus heute. Kriegen wir locker hin. Aber wieder Außenperspektive. Schön, wenn hier fette Teil. Gerade und gerade zurücksetzen. Bloß nicht minimal lenken müssen wir. Na? Und gerade ziehen. Ha? Kommt mir darauf, dass das nicht perfekt ist, ey. Ist doch perfekt. Erzeug. Nein! Nein, merkt ihr noch was? Ihr wisst, was ich meine, oder? Ich stand vorher perfekt und jetzt stehe ich total scheiße und der meint, das wäre richtig.
Naja, dann soll er meinen. Hauptsache, ich kriege jetzt mein Geld und meine EP. Verspätet? Why? Ja, ich habe mal eine Frage an euch. Zählt ihr die Zeit mit, die ich nicht weiterspiele? Kann das sein? Stimmt, weil das so ein Online-Auftrag ist, ne? Jetzt erstmal gucken, wie ist die Firma hier? Garagenmanager. Duisburg. Zugewiesene LKW 3 von 3. Das heißt, wir haben hier unsere Mitarbeiter schon. Und es kommt mir nicht so vor, als, ne, als würden die hier großartig was machen. Um ehrlich zu sein. Ja. Total die Affen. Wollen wir mal zur Bank gehen, gucken, ob wir da noch einen Kredit nehmen können? 10.000, ey, bringt uns ja nichts. Hier fehlt uns noch was, um das zurückzuzahlen. Ich würde aber erstmal Kredite zurückzahlen, damit wir dann auch schuldenfrei in den ins Geschäft einsteigen können, ne? Gut, ich suche mir jetzt mit euch gemeinsam noch einen neuen Auftrag aus. Machen wir Frachtmarkt. Wie weit ist denn das? 243. 136. Bin ich denn gerade? Ne, ich bin nicht in Köln, ich bin in Hamburg. So. Wollen wir ja wohl mal klarstellen. Ich will nämlich nur was Kleines, eine kleine Fahrt will ich nur machen. In Norwegen. Ja, das ist halt unser DLC, was wir freigeschaltet haben. Naja, bringt ja schon mal ein bisschen was. Ja, also hier wird auch noch ganz viel freigeschaltet. Ich habe Go East, habe ich hier, seht ihr, ne, ganz Polen, ne? Slowakei und Ungarn habe ich noch dabei. Ich habe Italien, habe ich jetzt hier nur das, aber das wollte ich jetzt nicht so dazu kaufen, weil Italien interessiert mich, um ehrlich zu sein, nicht so. Wobei Frankreich schon eher, ja, da bin ich schon am Überlegen gewesen. Ja. Und hier ist ja auch noch was, ne? Da haben wir ja noch ganz viel auf der Map. Aber ihr seht, wir fahren in der nächsten Folge, fahren wir hundertprozentig mal nach Norwegen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit euch spielen zu dürfen. Dann ist das auch mit mein erster Ausflug in Norwegen. Und ja, ne, ist dann für mich auch das erste Mal. Achso, Skandinavien soll noch weiter erweitert werden, ne, um Dänemark und so weiter. Also, ne, Dänemark ist ja hier, aber die wollen halt Schweden noch, genau, Schweden noch weiter erweitern und Norwegen halt noch mit einem größeren Netz. Okay, dann freue ich mich, dass du dabei warst und dass du dir mein Video bis zum Ende angeschaut hast. Freut mich natürlich auch. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und wenn, ach so, ja, warte, eine Sache noch. Wenn es dir gefallen hat, dann lass doch einfach mal ein Like oder ein Abo da. Würde mich sehr freuen und ja, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Hat es dir gefallen? Wenn ja, dann hinterlass mir doch einfach ein Like und ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.